Kindertitsch. Heute sind wir beim Kinderarzt. Das ist das Wartezimmer. Hier müssen wir warten, bis die Ärztin uns reinruft. Meistens ist das sehr langweilig, aber zum Glück gibt es ja hier viel Spielzeug. Da ist auch schon die Ärztin und ruft die erste Patientin rein. Die Mama kommt natürlich auch mit. Das ist der Untersuchungsraum. Schauen wir mal auf die Checkliste. Zuerst muss die Größe gemessen werden. Noch ein Stückchen höher. Super, das war's schon. Jetzt geht's weiter mit dem Hörtest. Hör mal genau hin. Welches Tier ist das? Richtig, das war der Hahn. Psst, jetzt ganz genau zuhören. Das war schwer. Möchtest du es noch einmal hören? Ah ja, das muss die Ente sein. Jetzt wieder konzentrieren. Na klar, das war wieder die Ente. Super, alles richtig. Deine Ohren sind gut. Jetzt noch der Sehtest. Wo kannst du überall das Haus erkennen? Genau, hier oben ist eins. Und hier unten noch zwei. Jetzt musst du die Regenschirme finden. Super gemacht. Erkennst du die Beeren auf der Tafel? Das war richtig. Und als letztes noch die Sterne. Super, mit deinen Augen ist alles in Ordnung. Da kommt schon die nächste Patientin. Laut der Checkliste müssen wir zuerst die Größe messen. Das ist schnell erledigt. Nur kurz die richtige Einstellung finden. Super, die Größe ist notiert. Zeigen wir dir kurz, wie man die Hände richtig wäscht. Nachdem du die Hände nass gemacht hast, müssen wir sie ordentlich einseifen. Dann richtig schrubben. So verschwinden auch alle Bakterien. Nach dem Abspülen gut abtrocknen. Klasse, so ist es richtig. Jetzt müssen wir noch den Blutdruck messen. Die Blutdruckmanschette wird mit Luft aufgeblasen. Super, das war einfach. Alle Werte sind okay. Die nächste Patientin kommt zum Hörtest. Jetzt weißt du ja, wie es funktioniert. Also, hör genau hin. Genau, das war das Schwein. Richtig, so macht ein Pferd. Na klar, das war das Schwein. Auf zum Sehtest. Findest du alle Beeren?
Das hast du gut gemacht. Kannst du die Äpfel sehen? Wieder richtig. Jetzt die Sterne. Und als letztes noch die Regenschirme. Super, jetzt nur noch schnell Blutdruck messen. Aber das kennst du ja schon. Super, es ist alles in Ordnung. Der Junge hat Schmerzen am Arm. Zur Sicherheit wird er heute geröntgt. Dazu muss er sich einfach nur ins Röntgengerät stellen. Jetzt können wir seine Knochen sehen. Zum Glück ist nichts gebrochen. Eine Salbe sollte reichen. Dieser Junge hat ein paar Schürfwunden. Den können wir mit ein paar Pflastern versorgen. Noch eine Patientin, die ein paar Pflaster benötigt. Sie hat sich an den Händen verletzt. Super, alle Wunden sind versorgt. Na, heute ist wohl Pflastertag in der Arztpraxis. So, bitteschön. Das Mädchen hat ein verstauchtes Bein. Hier müssen wir einen Verband anlegen. Ah, schon viel besser. Das Kind braucht Medizin. Die dürfen dir aber nur deine Eltern oder der Arzt geben. Noch eine Wundversorgung. Wir brauchen Pflaster. So, verarztet. Der Junge sieht aber gar nicht gut aus. Da hilft nur Medizin. Das Mädchen hat Ausschlag. Da brauchen wir eine spezielle Creme. Dieser Junge braucht auch Pflaster. Er hat sich an den Händen verletzt. Dieses Mädchen hat auch Ausschlag. Holen wir die Hautcreme. Schon viel besser. Das war der Tag beim Kinderarzt. Das war ja doch gar nicht so langweilig. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Telekids. Telekids.